Das ist Andrew Carson. Er war ein Außenseiter, der 2003 clevere Börsendeals mit Gold gemacht hat. Das FBI hat ihn schließlich wegen des Verdachts auf Betrug festgenommen, sagte er. Aber Andrew hat seine Schuld eingestanden und sich voll und ganz dazu bekannt. Diesem bemerkenswerten Mann zufolge war sein Insiderhandel jedoch notwendig, weil er aus der Zukunft kam und mit der Vorhersage von Aktiensteigerungen Geld verdienen wollte. Der einzige Grund, warum er kein One-Way-Ticket in die Klapsmühle bekam, war seine erste Investition von $800. In nur 2 Wochen verwandelte er das in satte 350 Millionen. Offenbar reicht ein Geheimtipp für diesen wilden Erfolg nicht aus. Im Gegenzug für eine mildere Strafe bot Andrew ein Rezept für ein AIDS-Medikament an, das es damals noch gar nicht gab. Aber jetzt der Clou. Ein unbekannter Wohltäter hat die Kaution hinterlegt und danach hat sich Andrew Carson so gut wie in Luft aufgelöst. Außerdem gab es vor seiner Verhaftung keine Informationen über ihn in den Akten. Diese Geschichte erregte die Aufmerksamkeit von Medien auf der ganzen Welt, darunter The Times und The Guardian. Die ursprüngliche Quelle der Geschichte war jedoch eine Rubrik für Unterhaltungsnachrichten und Klatsch auf der Website der Weekly World News. Es scheint, als hätte jemand beschlossen, die Fiktion mit der Realität zu vertauschen. Aber das ist nicht das einzige Zeitreisegarn, das es gibt. Wir nehmen sie alle unter die Lupe und bewerten sie auf der Glaubwürdigkeitsskala. Welche Zeitreisegeschichten waren nur ein Hirngespinst und welche könnten tatsächlich real sein? In diesem Video erfährst du, wer hat eine Zeitmaschine erfunden, um die Kreuzigung Christi auf Film festzuhalten? Wie konnte ein ganzes Passagierflugzeug durch die Zeit teleportiert werden? Welches Zeitexperiment erwies sich als gefährlich für die Menschheit? Und schließlich, welche Zeitreisegeschichten können dich umhauen, weil sie der Wahrheit unheimlich nahe sind? Einige mögliche Zeitreisende haben nicht wirklich versucht, sich in eine andere Ära einzufügen. Schau dir diesen Clip aus Charlie Chaplins Film The Circus an. Wenn du die Dame siehst, die mit etwas telefoniert, das wie ein Telefon aussieht, dann bist du nicht allein. Das war damals 1928, als der Film gedreht wurde, lange bevor es Handys gab. Das erste richtige Mobiltelefon kam etwa 55 Jahre später, dank Motorola. Aber in The Circus kannst du deutlich sehen, wie diese Frau spricht, während sie sich an etwas Rechteckigem festhält. Deshalb denken manche, dass sie eine Besucherin aus der Zukunft sein könnte. Vielleicht kommt die geheimnisvolle Dame zurück, um uns eine Art Signal zu geben. Oder vielleicht ist sie auch nur eine normale Oma, die ihre Einkaufsliste durchgeht und eines der Hörgeräte in der Hand hält, die es damals gab. Trotzdem gab es schon Dinge, die Handys ähnelten, bevor das Kino ins Spiel kam. Ein Künstler aus dem 17. Jahrhundert hat einmal ein Mädchen porträtiert, das etwas hält, das verdächtig nach einem iPhone aussieht. Vielleicht wollte sie ein Foto von ihrer besten Freundin mit einem Welpen für eine Art mittelalterliches Instagram machen. Schon gut, ich weiß, es klingt albern, aber die folgende Geschichte ist viel verwirrender, glaub mir. In einem Schnappschuss von 1941 würde selbst ein Kind die Unstimmigkeit erkennen. Inmitten der Menge scheint bei der Eröffnung der South Fork Bridge in British Columbia ein Mann völlig ahnungslos zu sein, was die formelle Kleiderordnung angeht. Statt der üblichen Anzüge und Hüte von damals trägt er ein T-Shirt mit einem Aufdruck, den es damals noch gar nicht gab. Außerdem trug er eine Brille, lange bevor sie Hippies und John Lennon kannten in den 60ern. Ja, was hat er da in der Hand? Eine tragbare Kamera, die aussieht wie in den 70ern. Es ist also keine Überraschung, dass einige Leute auf Reddit, wo dieses Foto zuerst auftauchte, glauben, dass dieser Typ ein echter Zeitreisender aus der Zukunft sein könnte. Das Gerede über den Schnappschuss wurde so groß, dass sie beschlossen, ihn mit Photoshop zu überprüfen. Ob du es glaubst oder nicht, das Foto ist völlig original und ohne jegliche Bearbeitung entstanden. Aber es gibt auch ganz einfache Erklärungen. Zum Beispiel könnte das Hemd genauso gut ein Pullover mit dem Emblem der damals beliebten Eishockeymannschaft namens Montreal Maroons sein. Was die tragbare Kamera in den Händen des Mannes angeht, so ist sie eine seltene Kodak 35. Und was die Brille angeht, nun, der Stil des Mannes war offensichtlich seiner Zeit voraus.
Es scheint, als würden wir nie herausfinden, wer dieser Fremde wirklich war, aber noch viel wichtiger ist, wo er herkam. Aber der nächste potenzielle Zeitreisende hat eine viel verblüffendere Geschichte. In den 50er Jahren tauchte mitten in Manhattan ein Mann auf, der dem Set eines Films aus dem viktorianischen Zeitalter entstiegen zu sein schien. Er trug einen schicken Anzug und setzte sich einen Zylinder auf. Er schaute zu den Wolkenkratzern hoch, panisch, als ob er sich vor ihnen verstecken wollte. Passanten versuchten ihn zu beruhigen, aber der arme Mann lief auf die Straße und wurde von einem Taxi überfahren. Er nahm viele Geheimnisse mit, aber als sie seine Kleidung durchsuchten, fand ein Polizeihauptmann Geld aus dem 19. Jahrhundert und ein Brief aus dem Jahr 1876, adressiert an Rudolf Fenz. Das Papier und die Scheine sahen frisch aus, aber was die Beamten wirklich verblüffte war, dass das Opfer, das sie nun Fenz nannten, in der Datenbank nicht verzeichnet war. Sein Name stand auch nicht im Telefonbuch, also beschloss der Polizeihauptmann, ihn mit der Datenbank für vermisste Personen abzugleichen. Und dort fanden sie seinen Namen. Der erschrockene Kapitän beschloss, diesen Vorfall nicht zu veröffentlichen. Aber 1972 wurde darüber im Journal of Borderland Research berichtet. In dem Artikel heißt es, dass in den 50er Jahren mitten in New York ein Zeitportal auftauchte und die arme Seele aus der Vergangenheit direkt hineinfiel. In kurzer Zeit war diese Geschichte zu einer New Yorker Legende geworden, sodass neugierige Leute beschlossen, die Fakten zu überprüfen. Eine identische Geschichte findet sich in der Ausgabe 1951 des Courier's Magazine unter der Rubrik Science Fiction. Scheint ein weiterer journalistischer Schwindel zu sein, oder? Aber die folgenden Geschichten, die du gleich hören wirst, kommen direkt aus dem Mund der Betroffenen, also keine Verdrehungen und frei erfundenen Geschichten mehr. Welche unglaublichen Zeitreiseerfahrungen haben diese Zeitreisenden selbst gemacht? John Titter mischte Online-Foren auf, in denen er behauptete, er komme aus dem Jahr 2036. Angeblich hat der amerikanische Riesenkonzern General Electric zu diesem Zeitpunkt die allererste Zeitmaschine der Geschichte gebaut. Dies wäre eine seiner vielen bahnbrechenden Erfindungen, gleichauf mit der Wolfram-Glühbirne, dem ersten Kühlschrank, dem ersten Düsentriebwerk und dem ersten Kernkraftwerk in den Vereinigten Staaten. Ehrlich gesagt ging Titter sehr ins Detail und lieferte eine überzeugende Beschreibung der Zeitmaschine. Später wurden seine Geschichten sogar in einem Buch zusammengefasst. Titter hat auch eine Handvoll Vorhersagen über die Zukunft gemacht und gerade diese Behauptungen haben die meisten Augenbrauen aufgeworfen. Ihm zufolge würden die USA 2005 in einen Bürgerkrieg stürzen und schließlich in 5 getrennte Regionen zerfallen, was zu einem großen Krieg 2008 führen würde. Davor flammten Konflikte in Russland und Europa auf, die ihren Höhepunkt im Dritten Weltkrieg mit Atomwaffen in 2015 haben würde. Wie wir aber alle wissen, ist nichts davon eingetreten, wie vorhergesagt. Und es scheint, dass Titter mit seinen Vorhersagen völlig daneben lag. Trotzdem vermuten seine zahlreichen Fans, dass er diese Ereignisse vielleicht sogar verhindert hat, indem er sie ausgesprochen hat. Außerdem war er ziemlich hartnäckig, dass Zeitreisen die Realität verändern können. Unsere Zukunft ist also vielleicht nicht dieselbe wie seine. Aber warum hat dann nicht irgendein Zeitreisender versucht, alle echten Kriege zu verhindern? Oder zumindest die erste Fledermaus, die das Coronavirus trägt, gefangen und isoliert? Einige dieser Fragen wurden teilweise beantwortet durch Josef Mateni, ein Multimedia-Künstler, der 2018 gestand, dass John Titter nur eine Kreation, ein literarisches Experiment war. Aber der nächste Zeitreisende war absolut real und außerdem trafen seine Vorhersagen zu. Victor Goddard, ein Pilot der Royal Air Force, flog von Schottland nach England 1935, als er über das Dorf Dram und seinen verlassenen Flugplatz flog, der aus dem Ersten Weltkrieg übrig geblieben war. So wie Goddard es sah, war der Ort eine trostlose Einöde. Auf dem Weg zurück nach Schottland kam ein heftiger Sturm auf. Goddard musste im Sinkflug über den verlassenen Flugplatz fliegen. Doch als sich die Wolken verzogen, sah er, dass der Flugplatz voll in Betrieb war und mehrere Flugzeuge von Mechanikern inspiziert wurden.
Der Ort, der noch vor wenigen Tagen völlig verlassen gewesen war, war plötzlich zum Leben erwacht. Doch im nächsten Moment flog der Pilot wieder in dicke Wolken. Der Sturm wurde von Minute zu Minute stärker, aber er schaffte es sicher nach Hause. Erst später erfuhr er, dass natürlich niemand diesen verlassenen Flugplatz innerhalb weniger Tage wiederhergestellt hatte. Was hat Goddard dann gesehen? Erstaunlich ist, dass sie 5 Jahre später tatsächlich beschlossen haben, den Flugplatz in Dram zu renovieren. Goddard glaubt, dass er versehentlich in eine Zeitschleife gestolpert ist und einen kurzen Blick in die Zukunft geworfen hat. Aber wäre das überhaupt möglich? Nach Albert Einsteins Relativitätstheorie kann sich die Zeit dehnen und zusammenziehen und dabei sogenannte Wurmlöcher bilden. Es ist schwer zu sagen, ob Goddard in ein solches Wurmloch gestolpert ist. Wir wissen nur, dass dieses denkwürdige Ereignis den Piloten jahrelang verfolgte, bis er schließlich ein Buch darüber schrieb. Und er ist nicht der einzige Autor, der über seine Zeitreiseerfahrungen berichtet hat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sich 2 französische Wissenschaftler, Charlotte Mobily und Eleonore Jourdan, verlaufen im Gebiet des Schlosses von Versailles, was 8 Quadratkilometer groß ist. Mit jeder falschen Abbiegung wurde ihnen schwindlig, der Raum schien flacher zu werden, bis, wie aus dem Nichts, Menschen in Gewändern von vor 200 Jahren auftauchten. Sie sprachen mit einem seltsamen Akzent und starrten Mobily und Jourdan an, als kämen sie nicht aus einer anderen Stadt, sondern aus einer anderen Welt. Als sie zurückkamen, überprüften die Wissenschaftler, ob auf dem Gelände von Versailles irgendwelche Feierlichkeiten stattgefunden hatten. Es stellte sich heraus, dass der Bereich, in dem sich die Damen verirrt hatten, für Besucher tabu war. Eine Woche lang schwiegen die Frauen über diese Abenteuer und trauten sich nicht, ihre Gedanken mitzuteilen, um nicht als verrückt zu gelten. Schließlich begannen sie, alles in ihren Memoiren zu beschreiben. Das Ganze gipfelte in einem Buch, das anonym erschien. Viele glauben, dass Mobily und Jourdan eine echte Zeitreise unternommen haben. Skeptiker bezweifeln jedoch, dass es sich bei der Geschichte um Halluzinationen oder sogar um eine komplette Erfindung handeln könnte. Aber wenn die Frauen nach Ruhm strebten, warum veröffentlichten sie diese Geschichte nicht unter ihrem eigenen Namen? Das bleibt ein Rätsel. Nichtsdestotrotz deuten die Beweise darauf hin, dass einige Menschen nicht zufällig Kontakt zu verschiedenen Epochen aufgenommen haben. Was ist, wenn es Technologien gibt, mit denen man in die Vergangenheit oder die Zukunft blicken kann? Einige Forscher glauben, dass das französische Orakel Nostradamus in seinen Versen hätte das große Feuer in London, Napoleon Bonapartes Aufstieg zur Macht und sogar die tragischen Ereignisse des 11. September vorhersehen können. Und das alles dank einer geheimnisvollen Kapsel, mit der er vermutlich in die Zukunft sehen konnte. Da so viel Zeit vergangen ist, ist es schwierig, dieser Legende auf den Grund zu gehen, obwohl es einen viel jüngeren Fall gibt. Im 20. Jahrhundert versammelte Pater Pellegrino Ernetti, der im Vatikan diente, 12 Wissenschaftler, um eine Zeitmaschine zu bauen, um die Echtheit biblischer Ereignisse zu überprüfen. Unter ihnen war auch der berühmte Physiker Enrico Fermi. Er war ein führender Wissenschaftler, der an der Entwicklung der Atombombe mitgearbeitet hat und Autor von 14 patentierten Erfindungen war. Anscheinend wurde das wundersame Gerät auch von Werner von Braun, dem Vater des amerikanischen Raumfahrtprogramms, mitentwickelt. Seine Bemühungen gingen in Richtung der ersten Mondlandung. Und wer weiß, vielleicht gab es auch noch andere Landungen auf anderen Weltraumobjekten. In den 60er Jahren gab Pater Ernetti gegenüber seinem Freund, dem Priesterkollegen François Brun, zu, dass es ihnen gelungen war, den Chronovisor zu bauen, eine Maschine, mit der sie in die Vergangenheit blicken, wenn nicht sogar durch die Zeit reisen konnten. Das Ding sah aus wie ein Fernseher, aber seine Antennen fingen keine Abendprogramme ein, sondern die Licht- und Schattenwellen der Vergangenheit. Auf seinem Bildschirm konnte Ernetti Ereignisse sehen und sogar aufzeichnen, die vor Hunderten und Tausenden von Jahren stattfanden. Natürlich könnte das Potenzial einer solchen Erfindung eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellen. Deshalb wurde der Chronovisor zu einem der am strengsten gehüteten Geheimnisse des Vatikans. Nur ein paar Auserwählte durften ihn benutzen. Doch Ernetti fiel es offensichtlich schwer, das, was er im Chronovisor gesehen hatte, weiterhin zu verbergen.
1972 erschien ein Zeitungsartikel, in dem stand, dass Priester des Vatikans angeblich der Kreuzigung Christi beigewohnt hatten. Diese Enthüllung erschütterte ganz Italien. Viele Menschen glaubten Ernetti, da er sehr prominente Wissenschaftler der damaligen Zeit nannte, die an dem Experiment beteiligt waren. Offiziell versuchte der Vatikan, alles zu leugnen, aber die Neugier der Gesellschaft blieb über die Jahre hinweg ungebrochen. Um die Gerüchte zu zerstreuen, erließ der Vatikan ein Dekret, wonach jeder, der eine Zeitmaschine benutzte, aus der Kirche exkommuniziert würde. Doch dieser Schritt schürte nur den Verdacht. Warum sollte man die Benutzung des Chronovisors verbieten, wenn es ihn nach eigenen Angaben gar nicht gab? Außerdem bestand Ernetti selbst bis zu seinem Lebensende darauf, dass der Vatikan den Chronovisor heimlich für seine eigenen Zwecke einsetzte. Klingt plausibel, wenn man bedenkt, wie viele echte Geheimnisse es in der katholischen Kirche gibt. Allerdings bestätigte keiner der von Ernetti erwähnten Wissenschaftler ihre Beteiligung an der Zeitmaschine, obwohl sie es auch nicht offen leugnen. Und dennoch, das Foto des gekreuzigten Jesus, das Ernetti als Beweis vorlegte, stellte sich als Fälschung heraus. Aber Experimente mit Zeitmaschinen wurden im 20. Jahrhundert definitiv durchgeführt. Der sowjetische Astrophysiker Nikolai Kozyrev glaubte, dass Spiegel nicht nur Licht, sondern auch die Zeit selbst reflektieren können. Also machte er sich daran, spiegelähnliche Strukturen zu schaffen, die kontrollierte Einblicke in andere Epochen ermöglichen. Die Modelle von Kozyrev bestanden aus eng gewickelten, polierten Aluminiumblechen. Durch die Manipulation der Zeit auf diesen einzigartigen Spiegelflächen konnte eine Person im Inneren buchstäblich die Vergangenheit erleben. Während Kozyrev selbst seine Idee zu seinen Lebzeiten nicht verwirklichen konnte, hat ein anderer russischer Wissenschaftler, Valail Kasnatschew, Anfang der 90er Jahre sich der Aufgabe angenommen. Er nahm Kozyrevs Zeichnungen und rekonstruierte die Zeitmaschine, die als Kozyrev-Spiegel bekannt wurde. Und seine Wirkung auf den menschlichen Geist war stärker, als die Wissenschaftler erwartet hatten. Sowohl die Testpersonen als auch die Forscher spürten eine unkontrollierbare Angst, wenn sie sich den Spiegeln näherten. Die Kompasse spielten verrückt und Norden und Süden vertauschten ihre Plätze. Als der erste Proband den Mut fand, hineinzugehen, verlor er jeden Bezug zur Realität. Er wusste nicht, ob er schlief oder sich in einem Trancezustand befand. Er fühlte sich, als würde er in einem offenen Raum schweben. Ähnliche Empfindungen wurden von seinen Anhängern beschrieben. Einer von ihnen sah sogar ein Bild von sich selbst im Alter von 5 Jahren. Diese Ereignisse führten die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass das spezielle Design der Struktur die Raumzeit um die Testperson herum veränderte und die Funktion ihres Gehirns stark beeinflusste. Das schien der Beginn einer großen Entdeckung zu sein. Aber die Experimente wurden als gefährlich für den menschlichen Geist eingestuft. Daraufhin stellte Kasnatschew die Experimente ein und setzte sich sogar bei der UNO für ein Verbot von psychotropen Waffen ein. Trotzdem glauben Skeptiker, dass die Kozyrev-Spiegel die Leute nur halluzinieren lassen. Dennoch gibt es weder eine Bestätigung noch ein Dementi des Experiments, sodass der tatsächliche Mechanismus der Spiegelwirkung ein völliges Rätsel bleibt. Interessanterweise gibt es andere Berichte über mögliche Zeitreisen, die faszinierende Details enthalten und kaum als Unsinn abgetan werden können. Diese temporären Abenteuer sind die, an die du wirklich glauben willst. Am 23. April 2006 erschien mitten im Herzen von Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, ein verwirrter und sogar verängstigter junger Mann. Er war sehr altmodisch gekleidet und trug eine veraltete Filmkamera. Die Polizeibeamten sprachen ihn an und baten ihn, sich auszuweisen. Der Mann zeigte bereitwillig seinen Führerschein, der 50 Jahre zuvor in der Sowjetunion ausgestellt wurde, die 15 Jahre vor diesem Tag zusammengebrochen war. Laut seinen Unterlagen hätte der junge Mann, der nicht älter als 30 aussah, in den 70ern sein müssen. Der Reisende, der Sergei Ponomarenko hieß, frustrierte die Beamten noch mehr, als er behauptete, dass er von einem glockenförmigen UFO durch die Zeit transportiert wurde, während er auf der Straße Fotos machte. Die Reaktion der Strafverfolgungsbehörden war vorhersehbar. Sergei wurde zu einem Psychiater geschickt. Aber sie beschlossen trotzdem, den Film von seiner Kamera zu entwickeln. In der Zwischenzeit versuchten sie, Verwandte des fremden Mannes ausfindig zu machen.
Stattdessen fanden sie eine ältere Frau, die behauptete, dass sie in den 50er Jahren mit Sergej verlobt gewesen sei. Sie bestätigte, dass ihr Verlobter kurz vor ihrer Hochzeit verschwunden war. Außerdem gab er ihr, als er nach 2 Jahren kurz zurückkam, das Foto, das aussieht, als wäre es in den 50ern aufgenommen worden. Zweifellos war es Kiew, aber mit futuristischen Wolkenkratzern. Hier ist ein aktuelles Foto aus ungefähr demselben Winkel und wie du sehen kannst, gibt es solche Gebäude in Kiew noch nicht. In der Zwischenzeit bestätigte der Psychiater, dass Sergej keine geistigen Probleme hatte. Und dann verblüfften die entwickelten Fotos aus seiner Kamera die Polizei völlig. Auf einem davon war ein ungewöhnliches Flugobjekt zu sehen, das einer Glocke ähnelte. Die Beamten, die sicherlich ziemlich fassungslos waren, wussten nicht, was sie mit dem Zeitreisenden machen sollten. Sie gaben dem Mann seine Kamera und sagten ihm, er solle auf ihre Entscheidung warten. Doch Sergej lief eindeutig die Zeit davon. Er nahm seine Kamera, ging zurück in sein Zimmer und wurde nie wieder gesehen. Klar, er hatte es wahrscheinlich eilig, in die Zukunft zurückzukommen, wo er später ein Foto für seine Verlobte machen würde. Das ist eine wirklich faszinierende und vor allem glaubwürdige Geschichte, vor allem, weil sich in den letzten Jahren UFO-Sichtungen als ziemlich real erwiesen haben. Wenn Zeitreisen möglich sind, könnten sie genauso gut so aussehen. Aber die Sache ist die: Wenn du genauer hinsiehst, wiederholen sich diese futuristischen Wolkenkratzer und es ist jetzt klar, dass das Foto mit Photoshop bearbeitet wurde. Allerdings waren es nicht Sergej oder seine Verlobte, die den Trick gemacht haben, sondern ukrainische Fernsehproduzenten, die 2011 die Geschichte des Kiewer Zeitreisenden rekonstruierten. Sie hatten einige Fotos und Dokumente selbst gefälscht. Ach, wir wollten es so gerne glauben. Und wegen dieses künstlerischen Schwindels wissen wir nicht einmal sicher, ob so etwas jemals passiert ist. Aber wenn schon das Verschwinden einer einzelnen Person zweifelhaft ist, was ist dann mit dem bestätigten Vorfall eines ganzen Flugzeugs? Am 2. Juli 1955 startete eine Douglas DC-4 in New York von Pan American World Airways, Flug 914, mit 61 Personen an Bord, nach Florida. Die Landung in Miami war in nur 3 Stunden geplant. Aber stattdessen verschwand das Flugzeug spurlos vom Radar und erreichte das Ziel nicht. Auch die Flugsicherung konnte keinen Funkkontakt mit den Piloten herstellen. Alles deutete auf einen Flugzeugabsturz hin. Doch es blieb unklar, warum der Pilot nicht versuchte, Fehlfunktionen zu melden oder um Hilfe zu bitten. Irgendetwas passte hier nicht. Tagelang wurde die Oberfläche des Atlantiks nach Trümmern abgesucht. Trotz aller Versuche wurde kein einziges Stück des Flugzeugs gefunden. Such- und Rettungsexperten sagen jedoch, dass die Trümmer fast immer gefunden werden. Selbst wenn ein Flugzeug ins Meer stürzt, sinken einige Teile nicht. Sie treiben entweder oben oder werden an Land gespült. Aber in diesem Fall war es, als ob sich das Flugzeug in Luft aufgelöst hatte. Viele Jahre vergingen und noch immer gab es keine Antworten. Dann, 37 Jahre später, bemerkte Juan de la Corte, ein Fluglotse am Flughafen von Caracas, einen grünen Punkt auf dem Radar, der ein sich näherndes Flugzeug anzeigte, obwohl an diesem Morgen keine Landung erwartet wurde. Als sich das Flugzeug der Landebahn näherte, sah Juan etwas Ungewöhnliches. Statt moderner Turbinen war das Flugzeug mit alten Propellern ausgestattet, Modellen, die schon lange nicht mehr im Passagierverkehr eingesetzt wurden. Juan fragte die Piloten nach Informationen über ihren Flug und sie antworteten: Wir sind Panamflug 914 auf dem Weg von New York nach Miami, Florida, mit einer 4-köpfigen Crew und 57 Passagieren an Bord. Aber hier ist der Haken an der Sache. Miami ist über 2000 Kilometer von Caracas entfernt. Trotzdem ist das Flugzeug ohne Probleme gelandet. Dann stellte Juan eine weitere Frage an die Piloten. Er fragte, ob sie wüssten, dass es der 9. September 1992 sei. Es traf sie wie ein Schlag. Beide Piloten gerieten in Panik und starteten ohne Erlaubnis die Triebwerke erneut, rollten zur Landebahn und hoben wieder in die Luft ab. Danach wurden sie nie wieder gesehen. Könnte es ein Geisterflugzeug sein, das alle 37 Jahre auftaucht? Wenn ja, werden wir es in 2029 herausfinden.
Tatsächlich ist das ungeklärte Verschwinden von Flug 914 eine absolute Wahrheit. Aber der zweite Teil der Geschichte wurde nie bestätigt oder entkräftet. Könnte es also sein, dass diese Berichte über Zeitreisen nur unseren Wunsch widerspiegeln, an sie zu glauben, egal was passiert? Nun, wenn du jemals mit einem modernen Flugzeug gereist bist, hast du technisch gesehen eine Zeitreise erlebt. Nach Albert Einsteins Relativitätstheorie verzerren Objekte, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen, die Zeit. Wenn sich ein Raumschiff der Lichtgeschwindigkeit nähert, kann an Bord nur eine Stunde vergehen, während es auf der Erde 100 Jahre oder mehr sein können. Natürlich sind moderne Jets viel langsamer, aber der Effekt ist derselbe. Im Allgemeinen springen die Passagiere nach jedem Flug quasi in die Zukunft. Auch wenn es nur ein paar Milliardstel einer Sekunde sind. Wenn du jemals die Möglichkeit hättest, wirklich durch die Zeit zu reisen, wohin würdest du zuerst reisen wollen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit.